Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem internationalen Symposium aus Anlass des 100. Geburtstages von Karl Dedecius. Wir befinden uns hier im Deutschen Polen-Institut im Karl Dedecius-Saal, der zugleich ein Teil der Bibliothek ist, wo wir über 2000 Bücher polnische Literatur in deutscher Übersetzung haben. Am Anfang ein paar technische Hinweise. Wir werden sowohl über das Webinar streamen, als auch in deutscher Sprache über Facebook und in polnischer Facebook des Deutschen Polen-Instituts und in polnischer Sprache über den Facebook-Account der Universität in Lodz. Als Teilnehmer haben Sie nachher, nach den Vorträgen, die Möglichkeit, über die Chat-Funktion, die Sie in der Mitte unten am Bildschirm finden, Ihre Fragen zu stellen. Schon jetzt bitte ich alle darum, uns keine Co-Referate zu halten, sondern, da unsere Zeit beschränkt ist, kurze, präzise Fragen zu stellen. Auch wenn Sie uns auf Facebook heute verfolgen, haben Sie die Möglichkeit, in der dortigen Kommentarfunktion Ihre Fragen einzugeben. Die werden dann hier auch in den Chat mit eingespielt. Zu Beginn unserer Veranstaltung jetzt hören wir zunächst ein Grußwort des Geschäftsführers der Robert Bosch Stiftung, der ich schon an dieser Stelle nicht nur für die 40-jährige Unterstützung des Deutschen Polen-Instituts sehr herzlich danken will, sondern auch dafür, dass er auch diese Veranstaltung heute finanziert hat. Bitte das Grußwort von Professor Rogal einspielen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Ehre und eine Freude, heute zu Ihnen als Vertreter der Robert-Bosch-Stiftung anlässlich der Veranstaltung zum 100. Geburtstag von Karl Dedecius in Lodz ein Grußwort sprechen zu dürfen. Karl Dedecius war unserer Stiftung eng verbunden und umgekehrt hat die Stiftung den Aufbau des von ihm begründeten Deutschen Polen-Institutes auch von der ersten Minute an unterstützt. Wir haben in dieser Zeit viele tolle Initiativen verwirklichen können. Das prominenteste sicherlich die polnische Bibliothek bei Surkamp in 50 Bänden. Wesentlich nachhaltiger als diese spektakulären Initiativen war aber die gemeinsame, beharrliche Arbeit an den Grundlagen der deutsch-polnischen Aussöhnung. Und da hat die Stiftung mit ihm den kongenialen Partner gefunden. Seine geniale und damals subversive Idee, die Kultur und insbesondere die Literatur zu nutzen, um in der kommunistischen Zeit Deutsche und Polen einander näher zu bringen, hat sich ausgezahlt. Die Robert-Bosch-Stiftung hat einen wichtigen Ratgeber mit ihm verloren und ich einen väterlichen Freund. Wir werden sein Andenken immer ehrend bewahren. Nach dem Grußwort des Geschäftsführers der Robert-Bosch-Stiftung hören Sie nun Grußworte unseres Direktors, Professor Peter Oliver Löw. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Karl Dedecius begleitet uns hier im Deutschen Polen-Institut bis heute. So wie Karl Dedecius selbst von vielen Menschen begleitet wurde und von vielen Institutionen. Ohne die Robert-Bosch-Stiftung zum Beispiel wäre das Werk von Karl Dedecius kaum vorstellbar gewesen. Und kaum vorstellbar gewesen wäre auch das Deutsche Polen-Institut. Denn dessen Gründung wurde von der Robert-Bosch-Stiftung ebenso unterstützt wie die Herausgabe der polnischen Bibliothek von Karl Dedecius in ihren 50 Bänden. Karl Dedecius begleitet das DPI aber auch bis heute, weil er wie kein Zweiter in der Lage war, Menschen zu inspirieren. Seine Inspirationen beflügeln uns deshalb bis heute. Seine Idee, Fenster nach Polen zu öffnen, verwirklichen wir heute nicht mehr nur durch Literatur,
sondern durch eine Vielzahl weiterer Projekte. Doch die Literatur, die Karl de Decius so wichtig war, ist auch uns immer noch ein Herzensanliegen. Wir haben das als Deutsches Poleninstitut gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung jahrelang dadurch manifestiert, dass wir gemeinsam den Karl de Decius-Preis für deutsche und polnische Übersetzerinnen und Übersetzer verliehen haben. Die Robert-Bosch-Stiftung hat nun entschieden, ihre Förderung nicht mehr fortzusetzen. Doch damit ist die Geschichte des Preises nicht zu Ende. Denn meinen Dank an Joachim Rogal und die Robert-Bosch-Stiftung für ihre langjährige Unterstützung darf ich verbinden mit einer Bekanntmachung. Wir haben einen neuen Förderer. Der Karl de Decius-Preis für Übersetzerinnen und Übersetzer aus dem Polnischen und dem Deutschen wird künftig von der Sparkasse Darmstadt unterstützt. Das ist eine große Freude für alle Beteiligten und vor allem für diejenigen, die übersetzen. Denn nicht alle von ihnen stehen so wie Karl de Decius im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Nicht alle suchen die Öffentlichkeit. Sie arbeiten oft sprichwörtlich im stillen Kämmerchen. Und dieser Preis nun, der Karl de Decius-Preis, gibt ihnen die Möglichkeit, dieses Kämmerlein wenigstens für einen Augenblick zu verlassen und sich zu zeigen, zu präsentieren. Der nächste Karl de Decius-Preis wird im Herbst diesen Jahres ausgeschrieben und wird dann 2022 in Darmstadt verliehen werden. Und nun wünsche ich Ihnen allen viele interessante Eindrücke über und mit Karl de Decius und übergebe wieder zurück an meinen Kollegen Manfred Mack, der auch Karl de Decius ein Stück seines Lebens begleitet hat hier im Institut. Lieber Manfred, bitte. Ja, und damit beginnen wir unser Symposium. Wir werden zunächst insgesamt 4 Themen besprechen. Anschließend werden wir den Preisträgern des Karl de Decius-Preises das Wort erteilen. Sie werden uns über Karl de Decius und über die Arbeit des Übersetzens etwas erzählen. Und zum Ende unserer Veranstaltung haben wir noch eine Filmpremiere. Andrzej Glamt hat für uns einen kurzen, aber sehr schönen Film über Karl de Decius gemacht.